Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Tatort Tischlerstube. Heute ist das nicht so geheim, glaube ich, oder Erich? Heute ist das eher, der Hausherr will das selber auskitten, um Geld zu sparen. Denn wenn der Erich das kitte, kostet das extrem viel Geld. Und wenn ich das kitte, kostet es nicht so viel Geld. Noch mehr. Aber trotzdem ist es zu viel. Und jetzt zeigen wir dem Hausherrn, wie er selber kitten kann. Also Stefan heißt er. Stefan, schau genau zu. Den Kitt ganz lange in der Hand kneten. Am besten, wenn du heraus bist und die Sonne scheint her, dann so raufhalten in die Sonne und kneten. Das ist das Beste. Im Winter solltest du am Ofen sitzen. Jetzt das Glas hier eingeschnitten mit dem Glasschneider. Dann hier so Glas oder Dreiecke oder so. Auf die Leiter muss er raufsteigen. Auf die Leiter muss er raufsteigen. Ja. Dann Glas oder Stifte nehmen oder diese Nägel. Ich habe Nägel genommen, mit einem Glaserhammer hineingeschlagen. Wir haben keinen Glaserhammer. Jetzt haben wir einen Hammer mit der Flex abgeschnitten, dass er kantig ist. Denn wenn er so Phasen hat, der Hammer, rutscht man bei diesen Nägeln immer vorbei. Egal, auf jeden Fall muss grundiert werden rundherum, sonst trocknet der Kitt so schnell aus und wird rissig. Daher grundieren mit Leinölfirnis und dann das hier rund machen und so hineindrücken. So. Ich glaube, ich komme von der anderen Seite. Ja. So hineindrucken, Stefan, hast du das gesehen? Und dann nimmt man ein Kittmesser und zieht das so ab. Hast du das gesehen, Stefan? So, und jetzt noch einmal. So, die Ecke schön ausarbeiten, dass es schön aussieht. Dann den Rest wegnehmen und das war's. Und dann kann man leicht noch, wenn man das nicht so oft macht, dann kann man das noch so im Nachhinein ein wenig glätten und wirklich schön machen. Ich mache die untere Seite für dich fertig, Stefan. Das andere musst du selber machen. Die Ecken dann wirklich, da musst du dir schon ein bisschen Mühe auch geben. So, jetzt ziehe ich das schön nach unten. Und in die Ecke schneide ich das so hinein, nehme das raus und das war's. Stefan, viel Glück. Wir wünschen euch viel Spaß weiterhin. Wir sehen uns nächsten Montag, wenn es heißt Tatort Tischlerstube. Ehrlich, willst du auch was sagen? Nein. Okay, tschüss. Na, magst du jetzt die Kante nicht fertig? Die ist schon fertig. Noch eine kleine Nachrede, Stefan. Wenn du dann das Glas ölig machst beim Angreifen, nimm ein Tuch, dunkel sind das Leinöl, in die Leinölfirnis hinein und dann kannst du diesen Schmutz neben wegwischen. Und dann nimmst du was Sauberes und wischst quasi das Leinöl weg. Das geht sehr gut und dann ist das Ganze sauber, dann ist nichts mehr hier. Also das ist natürlich eine Spielerei und eine sehr aufwendige Arbeit, aber auf jeden Fall ist es wichtig. Und dann lässt du das ein wenig da antrocknen, ein paar Tage, und dann gehst du mit der Farbe drüber. Aber mit der Farbe dann nicht abkleben, sondern mit der Farbe in das Glas hineinstreichen, 1-2 mm, dass es geschlossen ist, dass das Wasser nicht hinein kann. Also es soll quasi mit dem Glas geschlossen sein, die Farbe. Verstehst du das, Erich, wie ich das erkläre? Natürlich. Ja, und denn wenn du ein Klebeband hingibst, dass es schön ist, dann reißt du das dann weg, dann reißt du die Farbe auf und das Wasser kann hinein. Also unbedingt reinigen, so und... Das muss ich ja wissen, das habe ich da ja vorher gesagt, was du sagen sollst, oder? Das hast du mir das aber ganz schön gegeben wieder. Aber man glaubt es nicht, dass man das mit Leinöl reinigen kann. Wusstest du das auch, Erich? Ich habe das ja vorher gesagt. Ja, ja, das stimmt gar nicht. So, ich wünsche euch einen schönen Tag. Der Erich verabschiedet sich jetzt nicht, denn jetzt bin ich stinksauer. Heute, das Mittagessen geht natürlich auf den Erich. Schon wieder. Papa.